Ernst Pagels ist 2007, wir haben das gehört, verstorben. Wie würde er heute, 15 Jahre später, auf die Staudenwelt blicken? Was würde er uns sagen wollen? Ich glaube, wir würden eine ganze Menge Kritik bekommen, aber inzwischen bin ich auch der Überzeugung, wir würden auch, gerade die klassischen Staudengärten, eine ganze Menge Lob bekommen. Und darüber möchte ich mit Ihnen die nächste halbe Stunde ein wenig blicken und ein bisschen schauen, was sich im Staudenbereich getan hat. Und viele von Ihnen sind Insider, da trage ich so ein bisschen Torf ins Moor. Aber der eine oder andere ist dann vielleicht doch nicht ganz so im Thema drinne. Und an Sie wende ich mich insbesondere. Und die anderen, die korrigieren mich sowieso heute Abend, ich weiß das schon. Wir fangen mal an mit einem Karl Förster Zitat. Ein Garten ohne Phlox ist ein Irrtum. Stimmt. Gleichzeitig müssen wir auch feststellen, wir haben eigentlich heute kaum noch Förstersorten aus dem Phlox-Bereich in den Sortimenten. Wir haben selber es mal versucht, wir sind ja im Staudending, ist auch die Förstergärtnerei bei uns mit in der Runde dabei und wollten dann die alten Phlox-Sorten dann wieder ins Leben zurückholen, haben dann doch feststellen müssen, nein, viele davon, auch aufgrund mangelnder Erhaltungszüchtung, haben heute nicht mehr die Gartenqualität, wie sie zu der Zeit vor 80 oder 100 Jahren hatten. Das müssen wir mal auch so ehrlich definieren, wohlwissend, welche großartige Revolution im positiven Sinne dieser Urknall der deutschen Gartengestaltung oder europäischen Gartengestaltung von Karl Förster ausgegangen ist. Zugleich wissen wir halt eben, dass diese Phlox-Sorten heute nicht mehr das sind, was sie einmal waren. Und ich bin sicher, Förster wäre begeistert von den heutigen Selektionen und Züchtungen, ob die von Christian Kress aus dem fernen Russland hier zu uns herausgeholt oder auch die Zwergsorten, die, wo du wahrscheinlich einen kritischen Blick drauf hast, wobei ich klar sage, lieber wir haben Züchtungen, die zwergig wachsen, als dass wir große Stauden mit chemischen Mittelchen klein dampfen, sage ich einmal, man könnte auch sagen verkrüppeln, und dort einen völlig unnötigen chemischen Einsatz herbeiführen, nur damit diese Pflanzen dann, jetzt geht meine Hand hoch, 5 Lagen auf 1 cc, also diese Etagenwagen, die Sie von den Gartencentern her kennen, hinaufbekommen. Gleichzeitig müssen wir auch anerkennen, die Gärten sind kleiner geworden. Und da ist vielleicht halt eben nicht mehr überall Platz für ein Eupatorium-Riesenschirm vom Ernst Pagels. Und vielleicht sind auch dort neue Verwendungsmöglichkeiten für den einen oder anderen Phlox dabei entstanden, was ja gar nicht unbedingt schlecht sein muss. Wobei auch mir wurden dann mal die Ohren langgezogen und dann wurde gesagt, Mensch, deine Phlox-Sorten im Sortiment sind doch alle ziemlich lütschit geworden. Also lütschit ist, norddeutsch heißt klein. Und wo sind denn die Sorten, die auch mal einen Meter oder auch ein bisschen höher werden? Und dann mussten wir uns auch mal ein bisschen wieder resetten und dann auch das entsprechend reinbringen. Da neigt man dann doch manchmal so auf einen Pfad sich zu begeben, der vielleicht nicht immer nur zielführend ist. Aber ich bin ein großer Fan von Neuheiten. Und die Staudenzüchter, ob Ernst Pagels, ob Karl Förster, waren es auch. Denn das haben sie ja, das war ihr Lebenselixier. Und von daher sollten wir uns auch öffnen für neue Sorten. Und gleichzeitig freuen wir uns doch immer, wenn es irgendwas Frisches, Attraktives gibt. Und wir müssen auch uns bewusst sein, wenn es keine Erhaltungsauslese gibt, dann verändern die Sorten sich auch. Wenn bei der Pflanzenstaudensichtung, die Professor Hertler ja dort federführend betreibt, hat er ab und zu Probleme, bei älteren Sorten überhaupt herauszufinden, welches ist die richtige. Der ein oder andere Fachkundige mag Pulmonaria Miss Moon kennen. Keiner weiß mehr, wie das Ding aussieht. Dann hat er in der Verzweiflung gesagt, komm, schmeiß das Ding raus, es gibt so viele tolle neue Sorten, wir wissen es nicht mehr. Weil es natürlich, irgendwo in England hat man so die Kultur, dass man auch so Freaks hat, die dort Sortimente beieinander halten. Diese Kultur haben wir hier so bei uns in der Weise nicht. Also von daher kann es auch mal sein, dass eine Sorte verloren geht oder einfach auch nicht mehr das Potenzial hat, was sie einmal hatte. Also im Fall Phloxe, finde ich, sind wir auf einem durchaus verschiedenen Wegen und wir haben Phlox für alle Gärten und damit bin ich hier noch gar nicht einmal so kritisch dabei. Aber
schauen wir mal jetzt ein bisschen in eine etwas kritischere Situation. Ich heb die Hand wieder und wir schauen uns die Lavendelsituation an. Da wird es dann dramatisch. Sie alle kennen, viele, vielleicht unbewusst, High Good Blue, Munsted oder auch Dwarf Blue. Alles wunderbare Sorten, echte Stauden, soweit denn ein Lavendel eine Staude ist. Aber wir sagen einfach mal, es ist eine Staude und kein Zwerggehölz. Wenn wir uns darauf verständigen können, dann wissen wir Staudengärtner, die hier einige im Raume sitzen, dass diese Sorten, die ich gerade genannt habe, im ersten Jahr, wenn man sie kultiviert, wenn man einen Steckling in den Topf setzt, dass man da so richtig so eine schicke Pflanze im ersten Jahr nicht rausbekommt. Das ist uns bewusst. Diese Sorten sind auch nicht danach gezüchtet. Sie sind danach gezüchtet, dass sie im Garten über Jahre, vielleicht sogar ein Jahrzehnt, wenn man sie dann auch mal zurückschneidet, dann eine tolles Bild ergibt. Diese vegetative Vermehrung, gleichgeschlechtliche Vermehrung, Stecklingsvermehrung, sichert dann ja auch die absolute Uniformität dieser Pflanze. Es gibt natürlich welche Gärtnerkollegen unter uns, die so nicht ganz so im klassischen Staudenbereich, ich will dort auch gar nicht über jetzt die runterputzen, denn die haben sich letztendlich den Markterwartungen gefügt. Und Markterwartung heißt dort in diesem Fall kleiner Preis, und kleiner Preis heißt schnelle Kultur. Und haben sich dort in eine gewisse Abhängigkeit begeben, die dann doch die eine oder andere Frage aufwirft. Ich heb die Hand wieder. Ja, diese Pflanzen haben dann eine Kulturzeit von oft nur wenigen Wochen. Da wird von High Good Blue Saatgut genommen oder inzwischen auch von Selektion, und das Saatgut von High Good Blue ist nicht High Good Blue mehr. Da haben wir dann so ein bisschen die Biene dabei, und die Biene kann natürlich bei einer positiven Selektion eine von 1000 was Positives bewirken, aber die anderen 99 sind meistens schlechter. Und gleichzeitig ist aber ein Sämling schnell viel besser kultivierbar. Und für sie auf dem ersten Moment kaum zu erkennen. Selbst wir Fachleute tun uns da manchmal schwer. Und sie blühen auch im LEH, im Lebensmitteleinzelhandel, auf diesen CC-Karren wunderschön, solange sie denn frisch angeliefert worden sind. Und sie erfreuen auch den Käufer einmalig, aber halt eben nicht viel länger als die Blütezeit. Und wenn die Blütezeit schon eingesetzt hat auf der Karre, dann bleiben ihnen im Garten vielleicht noch 4 Wochen, wenn es gut geht. Und dann ist die Freude vorbei. Und es gibt inzwischen natürlich auch Selektionen, wo Züchter nicht mit dem Ansatz eines Gartenwertes, sondern mit dem Ansatz einer schnellen Kultur, eines billigen Produktes, dann entsprechende Züchtungen erzielt haben, die in der Tat bei einem Topftermin im März eine tolle Qualität im Juni präsentiert. Und im August wird gestorben. Und vorher wird bei da sehr viel chemischer Einsatz notwendig sein, um das alles zu erreichen, was ich gerade beschrieben habe. Etwas, wo Ernst Pagels sicherlich ja, den Stab wahrscheinlich drüber werfen würde und so, dass er zerbricht. Diese Staude, wenn Lavendel eine Staude dann ist, hatten wir uns darauf verständigt, ist keine Staude mehr. Denn eine Staude steht für Nachhaltigkeit, für Langlebigkeit. Da wurde eine Pflanze zu wirtschaftlichen Zwecken, ich sag mal diskriminiert oder vergewaltigt oder sagen Sie etwas anderes, ähnliches. Meine Mindestforderung daher, zumindest eine ehrliche Verbraucherinformation. Denn auf diesen Etiketten steht natürlich High Good Blue, nicht High Good Strain. Oder bei den Sämlingsselektionen, die inzwischen weitergeführt worden sind, etwas anderes. Aber eins steht ganz sicher immer drauf. Langlebig, mehrjährig, winterhart oder. Das ist dieser Lavendel nicht. Und das ist etwas, diese Züchtungsselektion, die halt eben nicht in die Richtung geht, die wir hier heute so wunderbar vorgetragen bekommen haben von meinen Vorrednern. Jetzt, Gerd, nun bin ich nochmal ein drittes Mal böse auf dich. Du hast mir das echte Zehnthema geklaut. Und du hast es aber wunderbar dargestellt. Und in der Tat ist diese Begeisterung bei uns allen ja riesengroß geworden, auch bei mir. Eine fantastische Pflanze, die blüht ja wirklich, fängt im Juni an und dann bis Nikolaus.
und dann im Frühjahr geht man wieder hin in den Garten und sagt, na, was bitte mit dir dieses Jahr? Und dann stellt man fest, sie ist nicht mehr da. Und selten hatte Bernd Hertle in der Sichtung in Weinstephan es leichter wie bei den Echenden Zehen, weil nach einem Jahr waren nur noch 3 da von 50 oder 80 Sorten, die er aufgepflanzt hatte. In der Tat wurde dort halt eben nicht mit der Biene selektiert, sondern da wurden kleine Hilfsmittel installiert, nicht nur in Amerika, gar nicht weit weg von hier, auf der niederländischen Seite, ohne jetzt meine niederländischen Kollegen dort in der Pfanne hauen zu wollen, wird dort natürlich mit dem einen oder anderen Mittelchen, sage ich mal, nachgeholfen. Und dann bekommen wir diese fantastischen Farben, aber zu einem sehr, sehr hohen Preis. Nicht nur, dass die Pflanze teuer ist, sondern auch, dass dieses Staude keine Staude mehr ist. Aber es gibt auch Hoffnung. Und Sie sehen den Kollegen rechts, ein bisschen kleiner auf dem Bild. Das Bild ist keine 4 Wochen alt. Es gibt einige Züchter, und einige sitzen ja auch hier mit dabei, die wirklich nach den alten Werten züchten. Und ich darf hier einmal den Namen Jans Breut nennen, ein belgischer Kollege, der hat seine Gärtnerei an seinen Sohn Nick übertragen, und er ist auch, jetzt inzwischen ist er, geht auch für 70 zu, also sozusagen im besten Züchteralter, ein hoffnungsvoller Nachwuchszüchter, könnte man auch sagen. Also es geht, Gerd, er setzt wirklich nur auf die Bienen, und man sieht hier in einem Auslesefeld hier ihm mittendrin stehen, also das Feld ist wahrscheinlich jetzt immer noch so blühend, Sie können direkt hinfahren, aber erst übermorgen. Werden dort seine Echener Zehen bewundern. Es gibt wunderbare Sorten, und die haben dann wieder die Qualität und das Potenzial, Staude bezeichnet zu werden, denn sie sind es. Und diese Sorten, einige sind vielleicht Ihnen bekannt, Rojo, der hat immer ein bisschen Probleme mit den Namen. Er gibt immer Namen und danach stellt er fest, huch, da hat jemand schon den Namen irgendwie abgegriffen und den darf ich eigentlich gar nicht nehmen, weil er geschützt ist. Und das ist das manchmal so ein bisschen das Problem bei ihm, dass seine Namen, bis er die gefunden hat, dann hat er eine Robin Wood genannt und dann ging es dann doch nicht. Dann hat er die Robin Hood genannt, dann hat er Robin Wood genannt, war auch nicht in Ordnung. Jetzt heißt sie inzwischen Rojo. Oder er hat eine andere Sorte, eine wunderschöne rosa-weiße, die hat er dann Engelchen genannt. Er hatte das, ja, den traurigen Fall, dass ein Enkelkind als Fehlgeburt sozusagen nicht lebendig auf die Welt kam. Und ihr zu Ehren hat er diese Sorte Engelchen genannt. Und dann kam aber dann doch der amerikanische Markt dazu. Und das ist natürlich in Amerika nicht vermittelbar, dieser Name. Und heißt dann Parasols. Oh, kann jemand helfen von Ihnen? Wie bitte? Petty Parasols, genau. Eine wunderschöne Sorte, etwas lockerer im Wuchs, vielleicht nicht ganz so standfest, aber bezaubernd in der Farbe. Petty Parasols und sind aber seine Sorten absolut gartenwürdig, stehen bei uns seit einigen Jahren im Garten, und von ihm dürfen wir noch sehr viel mehr erwarten. Was ich damit ausdrücken möchte, ich kann es ja nur beispielhaft hier zeigen und aufzeigen in meiner Redezeit, dass es durchaus einige positive Entwicklungen gibt, die von den Staudengärtnern natürlich getragen werden. Diese Sorten von Jans Breut werden sicherlich kaum über diese anderen schnellen Märkte, wenn ich sie so nennen darf, vermarktet werden, weil sie da wiederum zu staudig sind. Ja, darf ich die nächste Seite drum bitten? Ja, wunderbar. Jetzt möchte ich mal ein bisschen gegenüberstellen, die Züchtungsziele früher und heute. Dann war es früher halt eben, und teilweise natürlich auch noch heute, das habe ich gerade deutlich gemacht, ging es um den dauerhaften Gartenwert. Heute geht es dann teilweise auch um die schnelle, kostengünstige Anzucht. Früher wurden sie über Jahre geprüft. Der Gärtner, der wollte, es ging ja auch um seinen persönlichen Ruf. Wenn er etwas auf dem Markt gibt, was da nichts taugte, dann sagte man, naja, das war ja wohl nichts. Heute geht es um eine attraktive Ware am Point of Sale. Der Kunde kauft ja heute wie die Biene, nicht? Er greift dazu, wo es blüht. Früher ging es um eine Bereicherung der Sortimente. Heute geht es dann teilweise um preiswerte Angebote. Da sind auch letztendlich wir nicht als Verbraucher manchmal nicht ganz unschuldig. Die gleiche Diskussion erleben wir bei Lebensmitteln. Nicht? Es soll gut sein, aber auch unbedingt billig. Früher ging es dann sehr stark um gärtnerische Leidenschaft. Das kam ja bis zur Gänsehaut heute Morgen schon rüber. Und heute natürlich ist der wirtschaftliche Erfolg irgendwo auch, ja, hat an Bedeutung gewonnen. Auch wir als Betriebe.
Gärtner sein ist schön, aber man möchte ja auch ein bisschen Geld verdienen. Dementsprechend haben wir Erwartungshaltung zu erfüllen in unseren Betrieben. Und dass jemand herkommt und sagt, ich bin einfach nur Gärtner, weil ich es gerne bin, aber er hat auch irgendwo ja, sein Auto, seine Wohnung, seine Familie und dann muss auch irgendwo dann am Ende des Monats auch ein paar Euro rüberkommen. Und da gilt es halt eben auch, die Wirtschaftlichkeit des Betriebes zu gewährleisten. Früher ging es um eine Neuheit für eine Generation. Sie muss ja gar nicht, wir haben natürlich ein paar Klassiker, bei den Pfingstrosen, Sarah Bernard, Karl Rosenfield, bei einem Mohnhundering Joubert, da gibt es ein paar Klassiker, die auch dann 100 Jahre alt werden und trotzdem noch in den Sortimenten sehen. Wir haben hier vorne den Ludbergia Goldsturm, ich sag mal von Heinz Hagemann. Karl Förster hat sie benannt, aber Heinz Hagemann hat sie mitgebracht. Und dann, wenn Karl Förster sagt, Goldsturm, dann Goldsturm. Ne? Und, aber er selber hat sie, ich glaube, irgendwo aus dem tschechischen Areal mitgebracht und die begeistert uns noch heute und ich bin sicher, sie wird uns auch noch viele weitere Jahre begleiten, solange es nicht zu trocken wird im Sommer. Ja, ich möchte nochmal gegenüberstellen die Gartenwelt, die Staudenwelt der 90er und der heutigen Zeit. 90er Jahre, da unsere Gärtnerei haben wir 87 gegründet und 90 dann ja, wurde man so langsam flügge und schaute, was so los ist. BDS ist Bund Deutscher Staudengärtner. Und wir schätzen damals, dass die Betriebe in Deutschland etwa 70% der Stauden in Deutschland produzierten. Ich war sehr jungen Jahren durch Heinz Hagemann. Heinz Hagemann war Obergärtner bei Karl Förster. In diese Rolle hineingeschlüpft als norddeutscher Vorsitzender und kam dann sozusagen in diesen Club der grauen Eminenzen nach Grünberg. Und dann sagten wir, ja, 70% haben wir wohl. Heute würde ich die Zahl bei maximal 30% ansehen, wenn wir denn diese zweifelhaften Stauden zu Stauden bezeichnen wollen. Das heißt, wir haben im Zierpflanzenbau, die natürlich Probleme haben mit den energieträchtigen Kulturen, inzwischen eine Riesenproduktion in Deutschland, insbesondere am Niederrhein, die halt eben diesen LEH, diese Filialisten bedienen. Und dementsprechend ist unser Anteil in den klassischen Staudengärtnerei heute ein kleiner nur noch. Es gab damals auch schon eine kritische Diskussion, für Betriebe, die damals 2-3 Millionen Stauden kultivierten im Jahr. Und dann guckten dann diejenigen, die 300-400.000 hatten, mit einem kritischen Auge drauf und gründeten dann auch die Perenne-Gruppe, eine sortimentsorientierte Gruppe von Staudengärtnern, die es auch heute noch gibt. Die dort ja sehr sortimentsorientiert sich regelmäßig treffen. Heute kann man sagen, dass diese Sortimentsgruppe, wenn man sie so bezeichnen will, wir die klassischen Staudengärtner sind. In Relation zu dem, was wir in der Produktion in diesen großen Betrieben und diese Ware sehen wir, begegnen wir uns ja täglich in den großen Pflanzendiscountern, die uns dort angeboten werden, die aber halt eben nicht mehr immer die Staudeneigenschaften haben, die man sich wünscht. Und der eine oder andere vielleicht auch hier im Raum stellt dann enttäuscht fest, das war ja wohl nichts, ich habe noch nie so eine schöne Staude gekauft und nach einem halben Jahr ist sie nicht mehr da. Nein, Sie sind nicht schuld, außer dass Sie beim Falschen gekauft haben. Es liegt aber nicht an Ihrer gärtnerischen Kompetenz, vielleicht sondern eher an Ihrem sparsamen Geldbeutel. Ja, und heute haben wir aber eine Veränderung und die Diskussion auch dort in den Zierpflanzenbaubetrieben geht mehr Richtung Nachhaltigkeit, die Frage der Substrate, der Pflanzenschutzmittel. Die Themen sind sehr, sehr da und das würde Ernst Pagels sehr gefallen, dass wir endlich mit einer Zeitverzögerung von ein paar Jahrzehnten uns auf diesem Weg jetzt begeben haben. Jetzt könnten wir die nächste Seite nehmen. Staudengärtner habe ich es mal tituliert, auf dem Weg zu den Idealen von Ernst Pagels. Und das gilt auch für mich. In der Tat, Sie haben völlig recht, dachte ich zunächst einmal, jetzt kommen da zwei kleine Jungs und die haben Hunger. Jetzt muss ich mal sehen, dass ich hier mal ein bisschen auf Produktion komme, ein bisschen Geld verdienen, war ja auch nicht schlecht. Dementsprechend war unser Betrieb zunächst einmal genau danach ausgerichtet. Soweit es als Betriebsgründer überhaupt möglich ist. Ernst Pagels setzte auf seine Kompostwirtschaft, einige Lehrlinge sind dabei. Wir haben einen langjährigen Gärtnergesellen bei uns beschäftigt. Er blickt da nicht so glücklich drüber, weil die mussten dann immer den Kompost hin und her schaufeln, durch Sieb hindurch. Das war nicht die allerbeliebteste Tätigkeit, wie ich mehrfach vernahm. Aber das waren seine Ideale.
Inzwischen sind die Staudengärtner so, dass wir kaum noch Betriebe haben, die 50% oder mehr Torfanteil haben. Und zwar freiwillig, ohne jeden Druck. Wir wurden neuest eingeladen, wir sollten an einem, Torf ist ja als CO2-Verursacher, sage ich ja mal, in die Kritik geraten. Und dann sollten wir gestützt von der Landesregierung oder Bundesregierung, glaube ich sogar, an einem Projekt teilnehmen mit den Zielsetzungen 50% Torf. Und dann sage ich, das will ich nicht. Wir sind bei 30. Ich will mich ja nicht verschlechtern. Da fielen wir raus aus diesem Förderpaket. Und das gilt für viele andere Staudengärtner-Kollegen auch. Das Bewusstsein, mit der Natur und nicht gegen sie zu arbeiten, hat sich enorm in den letzten Jahren bei den klassischen Staudengärtnereien entwickelt. Darauf wäre Ernst Pagels sehr, sehr stolz und würde wahrscheinlich sagen, oh, das wusste ich schon was eher. Auch bei den Sortimenten ist es so, unser Betrieb hat so viele Sorten wie noch nie zuvor. Wir vermarkten nur an den Großhandel, an den gärtnerischen Fachhandel. Nicht an die Baumärkte, nicht an die Filialisten, sondern nur an den gärtnerischen Fachhandel. Und wir haben über 2000 Arten und Sorten. Das ist eine ganze Menge. Ich glaube, ein Sortiment, was Ernst Pagels nie hatte. Und damit bin ich jetzt nicht irgendwie eine leuchtende Ikone, sondern in der Tat haben viele der Staudengärtnerinnen auch heute noch riesige Sortimente, die sie pflegen. Chemische Pflanzenschutzmittel spielen in diesen klassischen Staudengärtnern, ich spreche jetzt immer von dieser 30%-Szene, kaum noch eine Rolle. Wir geben inzwischen für chemische Pflanzenschutzmittel, die wir noch einsetzen, und das verstehe ich auch, geben wir weniger aus wie für den Kaffee für unsere Mitarbeiter. Wir geben das 3- oder 4-fache aus für Pflanzenstärkungsmittel. Aber wenn irgendwo wirklich es nicht mehr anders geht, dann ist es so wie bei mir, wenn es bei mir nicht mehr anders geht und ich dann wirklich dann, aber es kommt zum Glück selten vor, sozusagen nur noch am Rumheulen bin, dann kommt meine Frau mit ein paar Tabletten und dann schmeiße ich die rein in der Hoffnung, dass es nach 14 Tagen vorbei ist und nicht erst nach 2 Wochen. Und ich finde, wir haben einen Medikamentenmissbrauch in unserer Gesellschaft. Bei Menschen, bei Tieren und auch bei Pflanzen. Aber dann haben wir sozusagen dieses Mittelchen als letzte Konsequenz noch im Schrank. Aber in einem sehr bescheidenen Umfang wird dieses eingesetzt. Letztendlich auch, um unsere Mitarbeiter auch bei Laune zu halten. Dementsprechend, als die Glyphosat-Diskussion aufkam vor einigen Jahren, von Amerika rübergeschwappt zu uns, war bei uns in dem Moment auch vorbei mit Glyphosat. Das ist sehr, sehr teuer für uns. Kostet uns, dieser Glyphosat-Ersatz kostet uns im Jahr Mittelklassewagen oder einen Oberklassewagen, um die Gärtnerei sauber zu halten mit alternativen Möglichkeiten. Völlig gefrustet war ich und ich blauäugig und erschrocken über mich selber war, als ich dann den ersten Artikel las vor einigen Jahren über umhüllte Dünger. Osmokote ist der handelsbekannte Name. Und ich war immer blauäugig, glaubte ich, ja, das ist was Tolles. In der Tat ist es toll in der Düngung, weil die Pflanzennährstoffe gehen nur so weit aus dieser Hülle heraus, wie die Pflanze es braucht. Das heißt, wir haben kaum eine Nitratauswaschung. Die ist geringer als auf einer ungedüngten Wiese, fachlich erforscht. Und ich fühlte mich sehr, sehr gut dabei und fast so als Obergrüner. Was ich aber völlig ausgeblendet habe, ist, dass diese Hülle wurde immer als Kunstharz, ich habe immer nur Harz gehört und stellte mich dann so in kindlicher Naivität vor, dass wir irgendwo bei der Kiefer absorbiert und dann ist der Dünger da reingepackt und dann ist alles wunderbar. Aber nein, es ist nichts anderes wie Kunststoff. In dem Moment haben wir unsere Düngung umgestellt und ich weiß von vielen Kollegen, dass sie es ebenso getan haben, genau dahin, wo Ernst Pagel schon 50 Jahre eher war, mit organischen Düngern dann die Nährstoffe zugeführt. Ja, Ernst Pagels hat sich auch hinsichtlich der Pflanzenverwendung engagiert, das haben wir ja mehrfach deutlich herausgehört. Und auch die Staudengärtner haben mit ihren Staudenmischungen, sie kennen die Silbersommer, Sommernachtstraum und so weiter, der ein oder andere Gartenarchitekt wird sagen, naja, das ist nicht mein Anspruch. Es muss abgestimmt sein auf die Gartensituation.
Und dafür sind diese Staudenmischungen hervorragend, denn sie können mit diesen weniger Mist machen und können mit den sehr einfachen Konzepten, die die Staudengärtner zusammen mit den Fachhochschulen entwickelt haben, und ich denke, auch Pagels würde sagen, naja, nicht das Gelbe von Ei, aber besser als nix. Und diese Staudenkompensation, die sind ein Riesenerfolg geworden. Wir haben damit es geschafft, dass die Staude wieder in den öffentlichen Grün hinein marschiert ist, und es werden permanent neue, auch trockenheitsresistente, bienenfreundliche, salzverträgliche und so weiter entwickelt. Ich denke, auch da würde Pagels sagen, ja, lassen wir doch gehen. Legendär ist natürlich dieser Neuheitengarten. Gerd, du warst da regelmäßig hinter den Apfelbäumen. Da erstens saßen die Leute da unter dem Baum, und die Pagelslinge, Försterlinge geht irgendwie besser über die Lippen als Pagelslinge, aber hier sitzen ja ein paar, die wissen das durch am allerbesten. Dahinter war dann dieser Neuheitengarten oder Vergleichsgarten, und ich hatte Bernd Hertle schon erwähnt, er hat ja auch, nachdem Professor Sieber dann abgetreten ist und in Weinstephan das neu initiiert, kann ich nur einladen, wer da im Süden mal vorbeikommt, fahren Sie dahin zu den Sichtungsgärten. Da sehen Sie wirklich dann ja diese 70 Sorten Echinacea, wenn sie im richtigen Herbst da waren oder jetzt aktuell abgesichtet wurden, jetzt gerade Lytrum und Phlox Amplifolia, wo dann der Hertle festgestellt hat, Amplifolia gibt es gar nicht, sind alles Paniculatas. Eigentlich macht dort, natürlich etwas wissenschaftlicher aufgebaut, inzwischen die Staudenszene in Verbindung natürlich unterstützt durch die Fachhochschule Weinstephan und in weiteren Sichtungsgärten überall verteilt in Deutschland genau das Gleiche. Ich vermisse Ihren Stab. Ja, macht uns ganz nervös, Gerd. Ne? Aber Sie haben ihn parat, aber ich glaube, ich habe das halb. Ne? Dann kann ich ja noch ein paar 25, oh, okay, dann habe ich ja noch 3 Minuten. Dann kommen wir auch schon zur letzten Folie, die letztendlich schon mehr oder weniger sozusagen das Schlusswort darstellt, sozusagen Eigenpredigt. Es war eine Eigenpredigt für unsere Branche, aber ich wollte Ihnen auch gleichzeitig mal zeigen, wie ticken wir Staudengärtner, wie ist unsere Szene so drauf. Und wir erwarten jetzt kein Mitleid, weil wir nur noch 30% Marktanteil haben, weil die Produktionsmenge, die wir kultivieren, ist weiterhin die gleiche. Der Staudenmarkt ist bloß explodiert, weil wir inzwischen halt eben Stauden haben, wenn wir die Lavendel, wie gesagt, dazu zählen wollen und verschiedene Coreopsis. Also ich habe nur ein paar Beispiele genannt, es gibt sehr viel mehr. Delphinium ist es sehr ähnlich. Da haben wir auch Sorten, die sind kurzlebig oder weniger. Es gibt auch hier im Papenburg übrigens eine Gartenbauszene, die ist gar nicht weit weg, und die hatten auch eine Landesgartenschau hier. Da waren diese Außenanlagen noch schön damals, die wir jetzt so verdörrt und verkrautet gesehen haben. Ich war ganz erschrocken, als ich hierher kam. Und dann hat man auch hier aus den Zierpflanzenbau dann diese Anlagen gemacht, und dann plötzlich bekam, wahrscheinlich haben sie bei dir auch angerufen, Gerd, und dann waren sie völlig entsetzt, als der Juni abgeblüht war, dann waren die ganzen Hintersporne tot und dann waren die ganze Staudenanlage hinüber, weil sie hatten halt eben diese 3-Liter-Ware gepflanzt, die dann halt eben nach der Blüte ja nicht mehr wiederzufinden waren. Aber dadurch habe ich jetzt genug abgelästert. Aber ich mochte auch aufzeigen, dass wir durchaus positive Ansätze haben, über die wir, glaube ich, gemeinsam sehr glücklich sind und wo Ernst Pagels uns ein bisschen auch mit auf den Weg genommen hat. Und mir ist dann auch erst später in den Jahren dann bewusst geworden, ja, dass er in der Tat uns voraus war und nicht hinterhergeeilt ist. Sicherlich ist einige, das einzelne wirtschaftliche Arbeiten, darüber muss man heute bei den gegenwärtigen Situationen auch halt eben, um ein attraktiver Arbeitgeber für unsere Mitarbeiter zu sein, neu nachdenken und weiterentwickeln. Aber an anderer Stelle war, und das habe ich hoffentlich zum Ausdruck gebracht, war er auf einem guten Weg. Ich habe noch 1-2 Minuten. Ich sage noch eben eine. Die sind eigentlich. Eigentlich nicht mehr. Dann habe ich keine mehr. hoffe, ich habe sie nicht allzu sehr. Aber immerhin habe ich die Brücke geschlagen von diesen sensationellen Vorträgen vor mir. Für meine Nachfolger, die haben es nicht mehr ganz so schwer. Jens.